Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Cartuto, beim Clan Trueweiß. Ja, überall Drachen. Ihr habt das schon im Bildchen gesehen. Und was liegt so nahe, als dass ich heute mal wieder mit allen Rathäusern, die ich zur Verfügung habe, hier das Drachen-Event zumindest mal mit einem Angriff spiele. Vielleicht kurz und knapp mal die Besonderheiten erkläre zum Drachen, denn den Drachen schaltet man sich ja relativ früh frei. Also ist auch ein starker Erfolg. Lasst die Bestien raus. Ist der letzte Erfolg, den man machen kann, wenn man einmal hier in sein Profil schaut. Ich muss mal schauen. Release the Beast heißt das hier im Englischen. Und Unlock Dragon in the Barracks. Also das kann man natürlich erst ab Rathaus 7 machen. Aber dennoch kann man dieses Event, glaube ich, etwas eher spielen. Was mich ein bisschen wundert. Mit allen Rathausstufen muss man nur zwei Drachen machen. Ich glaube, das war im letzten Drachen-Event nicht so. Nur zwei Drachen. Also eigentlich könnte man dieses Drachen-Event auch Balloon-Event nennen. Und wer im Moment nur eine Drachenkaserne hat, der wird sich natürlich über die Bauzeiten wundern, gar keine Frage, denn die sind jenseits von Gut und Böse, wenn man nur eine Kaserne hat. Wenn man vier hat, dann reduziert sich also vier auf Drachenstatus. Das habe ich mit meinem Rathaus 7 morgen erst, deswegen mache ich auch morgen erst das Event mit dem Rathaus 7. Dann verringert sich die Bauzeit um 3 Minuten pro Drache und das finde ich eigentlich in Ordnung und deswegen ist so eine Drachenarmee eigentlich relativ fix fertig. Mit meinem RA8er, auch das könnt ihr gerne mitnehmen, mache ich es immer ganz gerne so, dass ich ein paar Lakaien mitnehme, die mir schon mal so ein paar Gebäude wegmachen, bevor ich überhaupt mit den Drachen reinkomme. Und ihr seht das hier, hier gibt es natürlich viel Lot, aber ich suche Dunkles, keine Frage. Und ich suche natürlich auch einen ordentlichen RA8, denke ich mal, den wir hier machen, denn bei RA7 fällt dann ja doch nicht so viel ab. So einer, ja, so 2000 ist so ein, das ist in Ordnung. 2000 können wir mitnehmen. Wir müssen uns jetzt nur entscheiden, welche Luftabwehr blitzen wir. Denn die stehen natürlich alle sehr, sehr verteilt. Und ich muss mal eben schauen, wo der Feger ist. Manchmal blitze ich ja auch gerne den Feger weg. Okay, er hat den Feger dort. Dann würde ich sagen, wir nehmen die am weit entfernteste Luftabwehr und nehmen die mal raus aus dem Spiel. Das heißt also zwei Blitz hier auf die Luftabwehr. Das reicht noch nicht. Aber mit einem Erdbebenzauber sollte diese Luftabwehr jetzt kaputt gehen. Das macht sie auch. Und dann komme ich hier ruhig in den Rücken des Fegers. Ich weiß, ich kriege jetzt herbe Beschuss, aber ich habe, glaube ich, noch ein paar Loons hier im Backend. Und deswegen würde ich sagen, wir starten hier mal mit dem Lakaien. Okay, der wird jetzt, na, kriegt der schon Beschuss? Ne, der kriegt hier noch keinen Beschuss. Der Lakai bekommt auch noch keinen Beschuss hier. Das ist super. Oh doch, der ist jetzt da unten down. Okay, dann machen wir es mal so. Oh, hier sind die Troll-Teslas aufgetaucht am Rathaus. Das macht aber nichts. Ich nehme jetzt hier ruhig meine Minions hier mal mit rein und droppe jetzt gleich, denke ich mal, wir müssen mal gerade gucken. Oh, der Feger. Da fegt der Feger meine Drachen da weg. So eine Scheiße. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein paar Loons hier im Backcamp. Die müssen jetzt eigentlich auf die Luftabwehr gehen. Zumindest einer. Oh, der Angriff war suboptimal. So will ich es mal benennen. Aber jetzt habe ich noch Drachen hier in der Mitte und kriege natürlich nicht so viel Beschuss. Ich setze hier außen jetzt mal meinen King, den zünde ich sofort, dass meine Drachen da wieder reinfliegen. Letztendlich möchte ich natürlich nur den dunklen Pott hier haben, wo der eine Drache jetzt dran ist. Oh, da bin ich gerade, nehme ich nur den hier. Alles andere ist mir hier egal. Ja, alles andere ist nice to have, aber nicht must have. Also ich habe jetzt eh schon gewonnen und wir haben den ja jetzt schon auf Null. Ja, also ich muss die Pokale auch nicht unbedingt haben. Ich kann sie aber mal gebrauchen. Vielleicht gehe ich jetzt mal ein bisschen höher in der Liga hier, solange wie der noch Rathaus 8 ist. Und dann haben wir den auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ganz gut gemacht. Der war jetzt auch nicht so stark von der Defense her. Beziehungsweise doch, ich glaube, es war ein Maxed Out R8. Aber hatte nichts in der Clanburg, hatte nur seine dusseligen Troll-Tesla da ums Rathaus. Die tun ja niemandem weh, selbst mein King hat überlebt. Das ist auch eher selten, dass er in diesen Angriffen überlebt, denn meistens geht er natürlich drauf, weil ich ja alles versuche, von den Drachen abzulenken, dass die möglichst in der Base bleiben. Aber ich denke mal, das ist ganz gut geworden hier auch. Da sind meine Finger ein bisschen schnell und wir schwenken gleich auch auf mein RH9. Der war jetzt erstmal am Tablet, den nächsten mache ich jetzt am PC. Das geht alles ein bisschen fixer und dann lade ich euch das RH10 hier auf dem Tablet. Dann kann ich einfach ein bisschen schneller wechseln. Also bis gleich. Ihr kennt das, ist immer so,
wenn du was machen willst, wirst du irgendwie abgefahren. Und ich habe hier eine kleine Dev zumindest gehabt hier auf meine, ja, ich nenne sie ja immer netterweise Save the Dark Base. Also diese Base hier habe ich mal irgendwo nachgebaut, habe sie ein bisschen modifiziert, so muss ich sagen. Also es ist kein super Eigenbau, sondern ich habe sie irgendwo mal herkopiert, habe sie aber immer wieder modifiziert. Also Feger mal ein bisschen anders, Luftbau mal ein bisschen anders, X-Bogen ein bisschen anders. Also im Originalen sieht sie doch noch etwas anders aus, aber letztendlich soll sie mir vor allen Dingen bei meinen RH9 immer das Dunkle schützen. Und ich glaube, das ist der Base hier mal wieder ganz gut gelungen. Hier, ich habe natürlich im Moment zum Drachen-Event, weil so ein bisschen weißt du ja, die Leute werden die Loons nutzen, wo man nur zwei Drachen benutzen muss. Das ist ja easy peasy. Und habe ich natürlich immer, ich habe in allen Dörfern, kann ich mal sagen, in allen Dörfern, wo es Fallen gibt, habe ich alle auf Luft. Alle. Ich habe nicht eine einzige zurzeit auf Boden. Ich meine, ich habe die sowieso ganz, ganz selten auf Boden, denn auch in den höheren Rathausstufen 10 und 11, da gibt es ja immer mal gerne einen Queen Walk. Und wenn dann so ein paar Skellies irgendwo aus der Luft kommen und die Heiler so ein bisschen anknabbern, na, dann tut das der Queen sicherlich nicht gut. Die ist nämlich abgelenkt dann, kriegt von woanders Beschuss. Also ich meine, mit dem 1 Stern und den 119 Dunklen, was ich hier verloren habe, da kann ich natürlich super leben. Also das kriege ich in jedem Fall im nächsten Angriff wieder raus. Und ich habe hier auch eine Armee am Start. So ein bisschen muss ich sagen, im RH8 Bereich tue ich mich einfach ein bisschen leichter mit dieser Armee hier. Oder überhaupt mit Lufttruppen. Denn es ist echt, na, ich will nicht sagen easy, aber man hat natürlich im RH9 Bereich, wenn du RH9 angreifst, schon so ein bisschen mehr zu tun. Du hast 4 Luftabwehren, hast natürlich auch mehr Truppen. Also ich habe ja auch mit jedem RH9er Max Truppen, das heißt also 220. Und was habe ich hier eigentlich in der Klamburg? Ah, okay, da habe ich mir auch Loons reinlegen lassen. Ich brauche hier auch nur das Dunkle, also genau wie beim RH8. Und die 2659 hier mit dem Bonus, wo ich hier rumschwebe, die könnten mir eigentlich ganz gut tun. Das, was ich vielleicht als erstes mache, ich gucke mal, ob mein Loon so weit kommt, dass er die Clanburg lockt. Okay, der kommt nicht so weit, aber er hat auch nichts in der Clanburg. Seine Queen ist, wo ist denn die Queen? Ach, hier unten. Ach, die Queen ist außen, okay. Dann ist das ja gar nicht mal so schlimm. Dann hauen wir hier mal gleich einen Drachen vor den X-Bogen. Und ich weiß, so über Ecke kommen ist gar nicht mein Ding, deswegen nehmen wir den nächsten hier mit der Maus hier durch, gegen den Feger, gar keine Frage. Das müssen wir so machen. Und jetzt gucken wir, wie das hier abgeht. So, einmal richtig hier in Wut gesetzt, also auch da bei der Zauberwahl muss ich sagen, bin ich mir nie so wirklich sicher, was RH9 angeht. Nimmst du jetzt viel Eil mit für deine Loons hier? Oder nimmst du vielleicht doch ein bisschen mehr Wut mit für deine Drachen, damit die hier richtig in Rage kommen? Ah, ich weiß es nicht so genau. Aber der dunkle Topf hier in der Mitte, super, dass der frei bleibt. Wunderbar, geht gar keiner hin, sauber. Oh Mann. Okay, da muss ich jetzt noch ein bisschen warten, denn ich gucke mal, wo meine Helden jetzt hinlaufen. Die laufen jetzt bestimmt ganz beschissen. Ah, nee. Sie laufen genau dahin, wo ich es vermutet habe. Okay. Mal sehen, wenn ich jetzt die Queen dahinter setze, ob die Queen auch aufs gleiche Ziel geht. Ja, die Queen geht auch aufs gleiche Ziel. Dann kriegen wir zumindest den dicken Pott hier in der Mitte. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Der Drache wird, denke ich mal, das Lager nicht erreichen. Das Rathaus kriegen wir auch. Also suboptimal nenne ich das ja immer ganz gerne, solche Angriffe hier. Und ich hätte natürlich schon gerne 2 Sterne 70%, damit ich den vollen Bonus hier in der Liga mitnehme. Aber ich denke mal, das wird mir nicht wirklich gelingen. Oder kriegen wir hier 70%? Ich ziehe mal alles rein hier, dass ich hier noch ein paar Mass-Truppen drin habe. Und 68, na komm, der Drache da außen noch. Na komm. 69, oh nö. Meine Queen, 70, ich kann abrechnen. Okay, also bis auf 11 haben wir ihm alles geklaut. Also auch hier mit Drachen. Und ich bin ja jetzt sofort am Start. Ich habe gesagt, ich lade direkt das 10er hinterher. Das mache ich auch, denn ich habe es online auf dem Tape. Jetzt müsst ihr euch eine Sekunde gedulden. Ich muss eben mal nachbauen. Ich nehme die gleiche Armee nochmal nach und switche jetzt wie in den Livestreams eigentlich auf mein Tablet. Ich gucke mal, ob es noch da ist. Ja, es ist noch da.
Und da sind wir auf dem Tablet hier, also nahtlos geht das hier weiter mit Rathaus 10. Der Avatar hier, ihr könnt euch erinnern, ist ja noch nicht lange. Rathaus 10 hat 225 Truppen, hat jetzt aber endlich wieder normale Zauber. Ihr seht das hier. Und auch mit der Armee weiß ich nicht so genau, was machst du denn da eigentlich? Oh, ich habe nur 215 Truppen. Das ist natürlich doof. 220, das müssen wir so machen. So, jetzt haben wir 225. Ja, jetzt haben wir 225. Und auch hier, also wieder kleiner Unterschied. Ich kann jetzt einen Lohn mehr mitnehmen, weil ich schon 225 Truppen habe und möchte hier das Dunkle haben. Yes. Erster Sucherfolg, aber schwierig, schwierig, schwierig. Feger hier und was haben wir hier? Wir haben hier Single Infernus, aber trotzdem das Dunkle. So ein bisschen lockt es ja, ne? So ein bisschen lockt es ja. Aber wie komme ich hier rein? Die Feger, das werden bestimmt 360 Grad Feger sein. Leider. So muss man sagen. In der Clanburg habe ich das. Okay. Dann ziehe ich das erstmal raus hier aus der Clanburg und gucke mal, dass ich jetzt die Luftabwehren wegmache. So, ich mache die weg und die weg. Und mache die weg. So, jetzt ziehe ich hier erstmal die Loons rein, dass die Loons Beschuss vom Inferno bekommen. Das sollen die nämlich haben hier an der Stelle. Die sollen den wenigstens wegmachen hier. Ich glaube, das gelingt mir an der Stelle auch noch ganz gut. Hier unten muss ich einmal die Queen so ein bisschen außer Gefecht setzen mit dem Giftzauber, dass die so ein bisschen abgelenkt ist. Oh nein, wo sind denn meine Loons da? Wieso gehen die da nicht drauf? Ah, nee. Und jetzt kommt da auch noch ein Drache raus. Alter, der war ja mega fail. Mega fail hier. Das ist natürlich ganz, ganz große Scheiße gewesen. Naja gut, der Drachen ist weg. Wer hat denn jetzt eigentlich Fokus hier? Okay, der King hat den Fokus von dem Inferno-Turm. Also müssen wir den irgendwie wegkriegen. Haben wir jetzt auch gerade so geschafft. Oh Mann, ey. Also der war... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die... Wie heißt es immer? Und wir gewinnen nicht mal, glaube ich. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. So heißt es immer. Mal gucken, ob wir den dunklen Pott nicht doch noch kriegen. Im Moment kriege ich natürlich keinen Beschuss außen. Beziehungsweise hier auf meine Queen, die zünde ich jetzt einfach. Dann kriegen wir hier den dicken Pott noch. Ja, okay. Okay. Eieiei, trotzdem grenzwertig, oder? Da müsst ihr mir zustimmen, das war schon wieder mau. Das war wieder typisch Toto hier. Und was habe ich eben gesagt? Die Gier ist kurz, der Wahn ist lang. Nee, der Wahn ist kurz, die Gier ist lang. Nee, die Gier ist kurz, der Wahn ist lang. Stimmt gar nicht. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Ja, man bereut es, dass man den angegriffen hat, weil er jetzt so suboptimal war mit seinen zwei Single Infernos hier. Eigentlich ja nicht, aber die Drachen sind ja so richtig schön um diesen Single Inferno geflogen. Also nicht die Drachen, sondern die Ballons und, naja, okay, das Rathaus kriegen wir jetzt nicht, aber ich bin hier sowieso relativ weit unten in dieser Liga und mit 3.188 kann ich aber gut leben. Ich habe ja mit dem Account hier vor, meine Bowler weiterzumachen, also ist in Ordnung hier, Toto, damit kann ich leben. Ich baue die nochmal komplett nach und jetzt gucke ich mal, ob ich nicht direkt im Anschluss auf mein RAL was springen kann. Das wäre natürlich göttlich. Ich schaue mal eben und das sieht eigentlich gut aus. Wo ist er denn hier? Da ist er. Ah, da ist der Toto. Okay, dann sind wir hier jetzt auf meinem RAL. Ist das so? Jawohl. Wunderbar. So klappt das auch am Stück so ein bisschen besser. Ah, eben das mit dem Abgefarme hat mich ein bisschen genervt. Also auch hier wieder kleiner Unterschied. Ich habe hier natürlich 240 Truppen, habe jetzt 9 Drachen, 12 Loons dabei und habe eigentlich, ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Als nächstes mache ich tatsächlich ein bisschen was mit Blitz und Erdbebenzauber. Nehme ich zwei Luftabwehren weg, glaube ich zumindest, das weiß ich noch gar nicht, ob das auch hier so klappt. Gucken wir mal, ist mein erster Angriff mit dieser Armee hier überhaupt und hier vermutlich kriegen wir einen stärkeren Gegner oder auch nicht. Auch hier, denke ich mal, ist das dunkle Ganze, hoppla, keine Infernus, kein gar nichts, Opfer für mich, den muss ich den kann nicht stehen lassen, das wisst ihr, so einen kann ich hier nicht stehen lassen. Und jetzt muss ich nur wieder gucken, wo sind die Feger? Ach nee, ich brauche die Feger gar nicht beachten. Okay, ja. Und da verließen sie mich wieder. Scheiße. Na egal, ich gucke mal. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Oh, da habe ich Loons und Drachen drin. Ich ziehe erst hier wieder die Loons rein und dann so ein bisschen die Drachen dahinter. Ich weiß gar nicht, warum ich immer so über Ecke komme. Mal sehen, wie die Meute hier jetzt fliegt. Ich habe hier mit der Armee hier noch kein Eilzauber, sondern Only Wut jetzt.
und habe einen Sprungzauber dabei. Ja, der Sprungzauber war eigentlich für was ganz anderes. Jetzt muss ich mal hier schauen, dass wir die durchkriegen. Und das war so, das friese ich hier. Die friese ich da weg. Ende im Gelände hier mit dem alten Feger. Mal sehen, ob die Loons da jetzt raufgehen. Aber den konnte ich jetzt nicht so stehen lassen. Das könnte da, denke ich mal, sprecht ihr mir zu, auch wenn der nicht so wirklich stark war. Und der, okay. Jetzt gucken wir mal, wo kann man denn hier springen? Da hinten der Luft. Die Luftabwehr ist ja eigentlich down. Ach, eigentlich brauche ich ja meine Helden nicht wirklich, ne? Aber ich denke mal, wir springen hier trotzdem. Wir verbrauchen hier alles, gar keine Frage. So, wir ziehen aber die Queen hinter den King. Denn von der anderen Seite kommen auch noch Drachen. Und meine Helden sollen einfach nur hier reinspringen. Und ihr seht, dass die sind für diese Base hier schon ein bisschen zu stark. Gar keine Frage. Und ich kann auch alles zünden hier. Es gibt keine Defense mehr. Ist mir egal. Haben wir hier gut gerockt. Über eine halbe Mille mit dem kleinen Bonus, den ich hier kriege. Und Hauptsache gewonnen. Das ist ja auch wichtig. Und da ich ja eigentlich so ein bisschen von allem brauche, war das jetzt in jedem Fall so ein bisschen von allem. Und ich würde sagen, wir trainieren die nochmal nach hier. Ah, ich habe erstmal 5 Bowler. Okay, ich habe 5 Bowler. Dann traine ich die. Der Gift gehört hier nicht rein. Der Gift gehört hier nicht rein. Da gehört nämlich eigentlich der Eilzauber hin. Und dann kann ich die hier nochmal nachtrainen. Nehme jetzt aber 1, 2, 3. Den nochmal raus hier. 1, 2, 3, 4. Den raus hier. Den raus. 1, 2 und ein Eil. So. So machen wir das. Machen wir noch einen zweiten Angriff. Das dauert gerade ein paar Sekunden. Ich fordere mir mal eben ein paar Truppen an. Und dann machen wir noch einen hier. Würde ich mal so sagen. So, ich habe mir gerade ein bisschen Klarkrieg angeguckt, aber wir wollten hier noch einen zweiten Angriff machen mit der Armee hier. Die war ja jetzt auch relativ zügig fertig und ja, jetzt mal ein bisschen anders mit Blitz- und Erdbebenzauber. Ich hatte ja mal gesagt, also für solche Aktionen nutze ich natürlich auch den Erdbebenzauber. Mal sehen, jetzt kann es natürlich auch mal schon mal so ein bisschen schwieriger sein für mich. Ah, da traue ich mich noch nicht ran hier, das ist ein bisschen heftig. Und vor allen Dingen, wenn ich immer die Feger sehe, eigentlich, ich gucke mir noch nicht mal mehr die Luftabwehren an, sondern ich gucke mir eigentlich immer gerne die Feger an. Wo stehen die Feger? Denn die nerven mich am meisten. Mal sehen hier, ich habe ja noch RH10-Niveau-Armee hier, was die Drachen und die Loons angeht. Habe jetzt im Moment keinen Warden, also ich denke mal, so ein guter Zehner hier, der kann aber trotzdem mal dran glauben. Und, nee, doch nicht. Nein, doch nicht. Mein Warden soll zwar hochgehen, aber ich denke mal, in den vielen, vielen Stunden, wo ich jetzt das Elex bei den Infernos im Bau Opfer. Boah, was für eine Base. Alter, manchmal trifft man hier auch auf Bases, das geht gar nicht. Ah, der wäre ganz gut. Queen nicht da. Der nur in der Mitte da, wo hat keinen Adler am Start und die Luftabwehren sind natürlich schon stark. Ne? Die Luftabwehren. Ich weiß gar nicht, kriege ich hier so eine Luftabwehr down? Das checke ich jetzt mal. Ich checke mal, ob ich so eine Luftabwehr hier down kriege. Ich nehme mir jetzt erstmal diese Luftabwehr hier mit 2 Blitz. Ich gucke mal, ob ich nicht den bösen Feger damit wegmachen kann. Na komm, die Luftabwehr auch, jawohl. Die Luftabwehr auch, das ist schon mal nicht schlecht. Mal sehen, ob das auch hier geht. Mal sehen, ob das auch mit dem geht hier. Das geht glaube ich auch. Das geht auch. Ah, okay. Das funktioniert auch. Er hat keinen Adler hier. Er hat jetzt noch einen Feger von da. Das heißt also, wir können hier wieder relativ behende mal reinkommen. Jetzt habe ich natürlich, ja, ich habe natürlich nichts mehr an Zauber und muss jetzt sehen, mit dem hier auskommen, was ich hier jetzt mal gerade so habe. Und da habe ich noch Loons drin. Okay, und ich habe nur einen einzigen Eilzauber. Das ist natürlich echt wenig. Gar keine Frage. Den muss ich hier schon recht gezielt und gut setzen hier, dass meine Drachen hier gut durchgehen. Mal sehen, ich will mit den Helden eigentlich nur die Prozente holen und mal gucken, ob wir nicht irgendwie was mit den Drachen hier reißen können. Die fliegen hier jetzt gerade nett die Felder ab, sehe ich gerade. Okay, da oben sind sie auch noch ganz gut zugange. Ja, das sieht eigentlich noch ganz durchwachsen aus. Die Luftabwehr kriegen wir natürlich nicht mehr. Okay, die Luftabwehr bekommen wir nicht. Mal sehen, ob wir mit unseren Helden an diese Luftabwehr kommen. Das wäre natürlich super, dass da unten noch so ein bisschen unsere Drachen weiter reinfliegen. Ich zünde auch ruhig beide hier, dass wenigstens die 50% drin sind. Mal gucken. Jetzt kriegen wir hier ohne Ende Skelette anhacken. Und die X-Bogen feuern jetzt auf meinen arm King. Der arme King. Oh, hier haben wir jetzt echt nicht so viel mitgenommen. Und der Inferno hier. Oh, die,
Der war jetzt doch ein bisschen heftiger, aber okay. Der Inferno kommt jetzt nicht mehr an meine Queen dran. Und packt die das wohl? Packt die das Rathaus noch? Mal gucken. Na? Nein. Arsch. Boah. Mist, das Rathaus nicht gepackt. Naja, okay. Hier unten ist jetzt noch ein Drache. Wenn der noch das Lager packen würde, wäre natürlich super. Ah, der fliegt erst nach außen. Drache. Ah, so viel haben wir dem jetzt gar nicht geklaut, aber wir haben gewonnen. Und, oh, der Inferno schießt noch nicht. Oh, das ist super, das ist super. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Heal dieser Drachen hier jetzt noch hat. Also, so viele Drachen hier heute gehabt. Und ich glaube, der letzte Angriff, der war noch in Ordnung hier. Das war mal auf den Elfer. Traut mich ja noch nicht wirklich. Aber der Inferno hier wird jetzt sicherlich meinen Drachen ganz, ganz genüsslich weggrillen. Das müsste ein Vierer Inferno sein, so wie ich das sehe. Ich glaube, die Fünfer sehen noch mal eine ganz, ganz kleine Ecke anders aus. Der macht jetzt, man sieht das hier, ich habe ja Fünfer Drachen und der Schaden ist moderat. Kann man eigentlich was mit tun? Vielleicht noch ein bisschen optimieren, den ganzen Angriff hier. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie man hier vor allen Dingen beim RH10, RH11 ein bisschen was verändern kann. Lava-Hund mit rein, oh, das war in Ordnung, komm. Das ist in Ordnung, wir haben ja gewonnen. Das ist ja auch wichtig hier in dem Event, dass wir hier gewinnen. Also, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Lava-Hund mit rein oder weniger Loons, mehr Drachen. Man braucht ja nur, das ist auch nach wie vor der Hammer, man braucht nur zwei Drachen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ein Fehler ist von Supercell. Mal sehen. Vielleicht kann mir das einer bestätigen, dass es irgendwo schon mal geschrieben stand, so nach dem Motto, Mann, nur zwei Drachen und das ist ein Drachen-Event. Ja, hallo? Das kannst du ja gar nicht Drachen-Event nennen. Aber ich hoffe, die Folge auf dem Sonntagmittag hat euch ganz gut gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir von eurer Hand immer diesen dicken da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Laufe der nächsten Woche. Ich hoffe, etwas fitter mit mir. Bis dahin, euer Toto. Flasht.